Hallo, herzlich willkommen zum Channel von Ultimate Gamers IBM. Nein, verdammt, MBI mit begrenzter Intelligenz. Heute haben wir was richtig Tolles auf Lager für die, die sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass der Mega Man Run nicht so das Tolle war. Dafür haben wir das hier auf Lager. Let that go an. Super Mario All-Stars. In der Hoffnung, dass euch das ein bisschen besser gefällt. Hier haben wir ein paar Spiele zur Auswahl. Super Mario Brothers, Mario The Lost Levels, Mario Bros. 2 und Mario Bros. 3. Und das ist heute unser Favorit. Euer Spielteilnehmer ist, wie ihr schon erraten habt, Ryo Hayato. Vielen Dank für den Applaus, wenn auch imaginär. Fangen wir mal gleich mal an. Gleich mal zur Anmerkung. Ich stürze mich einfach mitten ins Spiel. Mario kann nicht so schwer sein. Ich spiele es zum ersten Mal. Habe ich empfohlen bekommen, so, Ryo, probier das hier mal. Du machst doch Let's Plays. Das hier ist toll. Okay, Super Mario Bros. 3. Wollte ich immer schon mal gern spielen, jetzt habe ich Gelegenheit dazu. Sieht lustig aus. Also, schauen wir nochmal. Ein Koopa, mach mal Sit-Ups. Bumm. Ja, was ist das? Was ist das? Eine Feder, cool. Ui, ich kann den hier machen. Es ist wie eine Feder in Super Mario. Wenn das wie eine Feder ist, dann müsst ihr auch... Ah, seht ihr die Leiste da unten? Wenn das Piep blinkt, wenn ich renne, das ist die Power-Run-Leiste. Wenn die voll ist, kann ich das hier machen. Dann kann ich fliegen, 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 bis die Leiste sich wieder erschöpft. Ja, wozu? Wozu Wikipedia alles gut sein kann? Ficken das einzigste Loch in der Umgebung und ich fall rein. Ist nicht wahr. Ich bin eine Katastrophe auf zwei Beinen. Egal. Mini Mario legt wieder los. Okay, probieren wir es mal mit Stage 1 nochmal. Stage 1, take die zweite. So, das klappt jetzt schon mal ganz gut. So, hier erst wieder diese... Ach, nö, ich kann die Panzer halten. Cool. So, dich töte ich mal. Bumm. Oh, die Gumbas sehen so knuffig aus. Die will ich am liebsten knuddeln. Okay, Anlauf. Also die Leiste unten, könnt ihr ja sehen. Die verbleibende Zeit, bis die Zeit halt um ist, ho, und ich kaputt gehe. Dann die Welt, in der ich mich aktuell befinde. Ich wollte da nicht runter. Nein. Oh, Dreck. Was ist da? Ach, gut. Wo war ich? Genau, die Powerleiste, die mir anzeigt, wie schnell ich gerade laufe und ob ich fliegen könnte. Dann die Punkteleiste und die Leiste für meine Leben. Natürlich die Münzleiste. Und dass da rechts diese kleinen Kaschel da. Nein, Mario! Onkel Mario! Die drei Leisten da rechts sind für die. Ach, leck mir, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Da gibt's so komische Kärtchen, die sammle ich am Ende vom Level, wenn ich das Level-Ende-Tor-Dingens erreiche. Und da, wenn ich da drei sammle, bekomme ich je nachdem, was es ist, Leben. Es gibt einen Pilz, eine Blume und ein Sternchen. Für drei Sternchen kriege ich fünf Leben. Oh, cool. Cool, cool. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumexperimentieren, aber wenn ich Münzen geschenkt bekomme, warum nicht? Ja, ich nehme mich mal mit. Ich will dich mitnehmen. Ich will dich mitnehmen, will dich mitnehmen. Ah, das ist dieses Tor. Und, also es gibt Karten. Wenn ich jetzt drei Pilzkarten einsammle, kriege ich zwei Leben. Für drei Blumenkarten kriege ich, glaube ich, drei Leben. Und für drei Sternkarten kriege ich fünf Leben. War doch schon mal gar nicht so schwer, das erste Level. Machen wir das zweite. Ach, es ist so oldschool. Oh, die Musik ist toll. Na, 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 na. Ich kann den hier. Pup. Ich mag dieses Spiel. Es gefällt mir gut. Es ist offenbar besser als Mario Brothers. Super Mario Bros. Kann ich die kaputt machen? Oh, ich kann sie kaputt machen. Ui, was ist das? Meine Chance ist, in diese Röhre da oben zu kommen. Mal schauen, was drin ist. Bestimmt eine Horde Brennerpflanzen mich töten wollen. Nein, Blöcke. 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 Blöcke, die sich in Münzen verwandeln. Oh, ist das nicht toll? Ich liebe dieses Spiel. Kommen wir jetzt im Wesentlichen. Es ist 4:15 in der Früh. Ich bin kein bisschen mehr gestresst nach dem verkackten Mega Man Walk. Den habe ich momentan auf Eis gelegt, um mich hier auf Mario Brothers zu konzentrieren. Hauptsache mal etwas, das funktioniert. Ein Stern, oh mein Gott. Oh, sehe ich, ich kann Wirbelsprung machen. Ich kann den hier, na. Und zwei Sternkarten. Super, noch einmal und ich krieg fünf Leben. Also,
Spiel gefällt mir außerdem gut. Die Grafik ist toll, ist für das Super Nintendo, wie ich ja schon erwähnt habe. Und es gibt auch ein Gebäude, da seht ihr zum Beispiel das Pilzhäuschen da, zwei Felder von mir entfernt, da kann ich Items drin sammeln. Da kriege ich ein Item-Ding. Das ist, oh, das kann ich vorführen, das ist ein Minispiel. Da habe ich mich schlau gemacht, das ist das Memory, nein, nicht Memory, sondern das Roulette-Spiel. Wenn ich drei Teile, verdammt, richtig setze, dann bekomme ich Leben. Sehe ich das an, mein Pilzstern! Mein unbesiegbarer Pilz, so nenne ich ihn jetzt. Und ja, dieses Spiel kann man auch tollerweise zu zweit spielen. Da gibt es nämlich auch den Multiplayer-Modus, da spielt einer Mario und der andere Luigi. Dich töte ich mal, dumm. Sieht mir nach einer Kombination. Ich wette, hier ist irgendwas versteckt. Das ist immer so. Irgendwo, wenn ich rumhüpfe. Irgendwo, wenn ich rumhüpfe, ist bestimmt irgendwas. Ah, wusste ich es nicht. Was ist das jetzt? Kann ich da rumhüpfen? Ui, Mega Jump. Oh, die Musik. Bier auf den Wolken. Umguck. Oh, ich stehe ja auf Wolken. Ich bin auf Wolke 7, weil ich Peach retten will. Oder doch, in dem Abenteuer rette ich Peach. Genau die Story, die habe ich ganz vergessen. Ist ein bisschen wild, aber okay. Prinzessin Peach, die geliebte Prinzessin des Pilzkönigreichs, wurde im Schwammerl-Königreich, in dem eigentlich Daisy regiert, entführt. Und ja, wer steckt dahinter? Natürlich Bowser. Wer hat's gedacht? Oh mein Gott, ich finde noch nichts zum Ausgang. Denn, was ich euch vorenthalten habe, mir hat jemand verraten, dass es hier einen Geheimgang gibt. Wenn ich mich jetzt hier ducke und zum Ausgang laufe, finde ich den. Wir prüfen, ob das stimmt. Lauf, 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 lauf. Ah, seht euch das an, ich bin hinter dem... Set. Oh, okay. Ein Pfiff... Entschuldigung. Ein Pfiff auf dieser Flöte will ich in ein weit entferntes Land schicken. Wie öffnet man Kisten? Springen, B... Oh, damit, Y. Was ist das? Das ist... eine Flöte. Oh ja, in dem Spiel gibt es da Items. Wenn ich Y drücke, kriege ich die. Soll ich es mal einsetzen? Nee, ich glaube, ich hebe es mir noch auf und mache ihn mal schlau, wozu die eigentlich gut ist, weil... das weiß ich noch nicht. das ist jetzt ein Item aus. Öffne eine Box. Sein Inhalt will dir auf deinem Weg helfen. Ein Blatt. Wunderbar. Ein Blatt verwendet mich in... Spitzohr Mario. Ich mache mal nicht alle Level, ich mache jetzt diesen hier. Das erste Zwischenschloss. Oh, die Musik ist geil. Und in diesem Schloss gibt es auch wiederum ein Geheimnis, was mir jemand verraten hat. Guter Kumpel von mir, der dieses Spiel gespielt hat. Halt mal, pass mal auf, Geheimgang hier. Also den darf ich kaputt machen und hier Anlauf nehmen. Anlauf, Anlauf, und dann da rauflegen, 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 rauflegen. Ich schnell ab, da geht's tatsächlich weiter. So, jetzt. Oh. Oh, noch eine Kiste. Noch so ein Ding. Wozu dienen diese Flöten? Ich war aus der Erklärung nicht schlau. Wirb mich in ein weit entferntes Land. Da, die nächste Gelegenheit, das vorzuführen. Die Hammerbrüder. Die tollsten überhaupt. Die laufen auf der Feldkarte rum, bewegen sich bei jedem Mal, wenn du kaputt gehst oder neu levelst, keine Ahnung, tauchen sie auf. Rennen wir mal in einen rein. Was passiert? Ein Zufallskampf wird gestartet. Wenn man den besiegt, das war irgendwie leicht. Genau, bekommt man ein Item. Es ist ein Stern. Da, 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 da. Freude, Freude, ein Stern. Probier's noch mit Level 5. Also ich bin... Oh mein Gott. Du, 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 du. Toll. Ich bin von diesem Spiel sehr begeistert. Muss ich sagen, ist begeistert. Fick dich doch weg, du Wichser. Ich glaube, ich nehme meine Begeisterung wieder zurück. Aber ich mag es. Ich mag an sich Mario-Spiele. Sie sind einfach, sie sind toll und man stirbt oft. Es gefällt mir gut. Es gefällt mir wirklich gut. ja, aua. Ja. Die Musik ist toll. Ich liebe sie einfach. Ah, komm schon, Stern, Stern, Stern. Jo, seht euch das an. Da, 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 da. Geschafft. 3 Sterne. Und das bedeutet... Habt ihr das gehört? Das wird meine 5 extra Leben. Ich freue mich. Okay, also, das wär's fürs Erste. Also, mein Eindruck ist, das Spiel macht Spaß. Und ja, für heute ist es das erstmal. Und wir sehen uns dann später wieder, wenn es weitergeht mit Super Mario Bros. 3. Rio Hayato, over and ender.